ist. So, und ihr habt es auf den Monitoren gesehen, die Pistol Round wird in wenigen Sekunden starten. Und wenige Sekunden, das ist jetzt. Die Ninjas in Pyjamas starten auf der T-Seite. Der B-Spot wird nicht, der A-Spot wird nicht auf Retake gedeckt. Tapsen. Oh, da war eigentlich drauf. Boah, schöner Headshot von Fugly. Nochmal eine Flash. Einen zweiten kriegt er nicht, aber Tapsen ist von der Seite da. Und der Go kommt nicht richtig. Eine schöne Support-Flash. Tapsen mit dem nächsten. Überzahlsituation für Energy. Die Bombe liegt am Spot. Unmöglich eigentlich für Xist, sie zu picken, ohne dass es jemand von Energy sieht. Und jetzt ist auch Get Right bekannt. Und wenn sie in die Duelle gehen bei Energy, dann am besten sofort den Headshot setzen. Aber das gilt für jeden Gegner. Ligia macht ihn. Kann Xist das machen? Nein, Ligia bekommt auch noch Xist. Die Pistol Round geht an Energy Esports. Ja, und Tapsen und Fugly, die haben den A-Spot gut verteidigt. Starke Support-Flashes, die man von kurz oder vom Auto geworfen hat. Ich kann es leider nicht mehr genau nachvollziehen. Und den Go von Nip, der recht einfach war, recht einfach ausgespielt war, dann auch recht easy aufgehalten, auch wenn da eine kurze Phase der Verwirrung war. So, jetzt sehen wir den Force Buy von Nip. Und auf den muss Energy natürlich ganz genau aufpassen. Maikelele soll mit der Deagle hier versuchen, in der Mitte den Pick zu setzen. Freiburg an B eher zum Abzielen abgestellt, ob da jemand vorkommt. Maikelele ist da, oder sollte da gerade gesehen worden sein von Legia. So, und da war der Hit. Ja, und das ist natürlich dann der Hit, bei dem sich Legia dann lieber ein bisschen defensiver verhält. Denkste, der springt da wahrscheinlich weiter. Get Right. Ja, wird jetzt die Mitte halten. Ah, versucht's. Das ist kein leichter Schuss. Und mal sehen, was Nip sich hier überlegt hat, welchen Go sie tatsächlich machen. Die Bombe ist vor B. Maikelele versucht nochmal was an A. Vielleicht kommt eine Rotation von Energy, aber wenn kein direkter Go kommt, dann werden die auch nicht schieben. Bleiben da zu zweit stehen. Interessant auch, dass Peter hinten in der Dusche steht und Gate Right da eigentlich sehr gut anzielt gerade. Nur fehlt Nip der Molotov. Gate Right verschießt. Die Position von Peter ist bekannt und der muss jetzt gucken, dass er mindestens einen Kill macht. Und er hat nur noch ein HP, bleibt jetzt stehen. Gob muss vom Spot arbeiten. Keine Chance für Peter, was zu machen. 15 Sekunden. Gob sollte sich da verkämpfen und Tapsen erstmal arbeiten lassen. Jetzt ist Tapsen gefallen. Gob am Spot auch down, aber der nimmt vorher noch Maikelele raus. Legia durch die Smoke, durchgepusht. Get Right holt er auch noch und dann fällt Xist, aber den Bombenplant, den kann Energy nicht verhindern. Es wird trotzdem das 2:0. Für das Team rund um Gobby. Ja, und sie haben drei Spieler verloren, aber es war auch der Force Buy von den Ninjas in Pyjamas. Die Position von Peter ist halt all in. Also wenn du bekannt bist, hast du da eigentlich verloren, weil du wirst gepusht. Da geht es halt darum, stell dich ins Eck. Versuch Gob damit eine Gelegenheit zu geben, während sie zu dir laufen, dass er einen holt. Das hat Gob auch gemacht. Aber Peter kann halt keinen Frag machen in der Runde. Und das war dann halt eher semi-optimal. Dafür war es von Nip gut ausgespielt. Und auch komplett auf den Bombenplan spekuliert. Jetzt hat man Forrest sogar eine AK und Kevlar gegeben. Und in so einer Situation frage ich mich immer, was ist jetzt am besten? Die AK vorschicken und Entry-Frags machen lassen oder eine der Pistolen vorgehen lassen, damit die AK den Job erledigen kann. Also ich bin der Meinung, dass es besser wäre, die Pistole vorzuschicken und dass die AK dann am Ende vielleicht in einer Clutch-Situation ist, aber halt eine gute Waffe hat und mit der agieren kann. Ein Entry kann halt auch mal daneben gehen, das ist nicht immer so einfach. Erstmal langsam die Mitte-Kontrolle und es sieht so aus, als soll er versuchen, die Picks zu setzen. Aber Mitte wird halt ja, komplett offen gelassen. Tapsen war da zwar am Z-Gang,
an der CT-Mitte, aber zieht sich jetzt auch wieder zurück. Jetzt haben sie gerade verpasst, dass da jemand in den Schachtgang... Oh, da ist Forest Gold richtig. Gob kann nicht mehr in den Schachtgang zurück und kommt auch nicht auf den Spot. Kein zweiter Kill für Gob. Und Peter war völlig überrascht, aber selbst schuld bei Energy. Ohne Mitte-Kontrolle musst du immer mit einem Schachtspieler rechnen. Die Bombe ist auf dem Rücken von Getright, ist auch auf dem Spot. Da hat man abgewartet, bis der Mausplant möglich ist. Na, jetzt der Retake. Zwei Flashes. Eine davon kam jetzt, die nächste auf den Spot. Freiburg war low HP und fällt sofort. Kann Forrest das hier klatschen? Nein, kann er nicht. Getright schon angeschossen und den schnappt sich Tapsen dann nochmal im Nachsetzen. 13-0, aber wieder haben die Ninjas in Pyjamas einen Bombenplant bekommen. Wieder hat Energy drei Spieler verloren und jetzt kommt die erste richtige Waffenrunde von NIP. Forrest an der AWP, nicht Michael Lele. Den Peak nachsetzen, versucht er auf den zweiten zu gehen. Michael Lele, ja, und Legia geht echt ins Duell gegen die Ave. Er kam nicht mehr raus, weil der Spieler an der Tür halt schon da war. Also, schwierige Situation für Legia. Der Weg Richtung Gelb wäre eigentlich möglich gewesen. Aber halt auch nicht ohne Risiko. So ist es jetzt halt eine Ein-Mann-Überzahl-Situation für die Ninjas in Pyjamas. Der B-Spot ist komplett auf. Genau da geht die Bombe gerade hin, aber das wird noch kein direkter Go von NIP. Die warten noch ab, sammeln sich jetzt erstmal. Peter zielt da mit der AWP an, allerdings wird die Position zu 100% abgesmoked. Aber die Flash wird schon mal verraten, dass es Richtung B geht. Und Gob, er bleibt noch leise, bleibt sogar geduckt, damit Getright ihn nicht sehen kann. Und Peter macht den Frag. Und der war wichtig. Er gleicht das Ganze von den Spielerzahlen her wieder aus, wechselt die Position hoch zum Upper und dann kommt der Molotow. Vom Timing her perfekt. Und Gob, der kann in den Schacht. Den Step, der ist wahrscheinlich nicht gehört worden. Das heißt, er hat jetzt einen guten Blick Richtung Spot. Und vielleicht rechnet Freiburg noch nicht damit, dass einer am Schacht raus ist. Ja, und das ist Tatsache so. Gob bekommt einen einfachen Kill. Er hört die Steps von Forrest, zielt ihn an und macht ihn. Nur noch Michael Lele, 1 gegen 3. Und er muss in zwei Richtungen zielen. Holt den ersten. Position bekannt und Peter springt einfach runter und schnappt ihn sich. 4-0 für Energy. Schöner Retake. Sehr gut gespielt von Gob. Und da muss man ihn halt einfach mal loben. Ja, und Freiburg. Ist nicht das erste Mal, dass wir heute ein Spiel haben, wo ein Spieler keinen guten Start in die Partie hat. Freiburg bisher ohne Frag, ohne Assist. Energy sieht's ein bisschen besser aus. Legia macht bisher einen guten Job. Gob eben mit einer starken Runde. Und ganz wichtig auch, den darf man natürlich nicht vergessen, war Peter, der gegen Getright den Kill im Schachtgang gemacht hat. So, ist jetzt halt an der Mitte. Das ist immer eine problematische Position. Wenn du zu weit rausziehst, kannst du von der Mitte geholt werden. Ziehst du nicht weit raus, können sie halt einfach am Boost runtergehen. Und das ist der Fall. Aber Peter schnappt sich da Getright. Und er scheint heute wirklich on point zu sein. Denn er trifft die Dinger. Auch mit Headshot. Aber Mitte-Kontrolle mussten sie halt aufgeben. Jetzt muss auch mal ein Blick Richtung Schacht geworfen werden. Aber sie stehen gar nicht im Schachtgang. Stehen defensiv am Spot. Tapsen hält hier CT-Mitte sauber, damit da niemand durchpushen kann. Ja, und dann gehen sie in dem Moment vor. Peter holt sich Xist und Forrest wird jetzt hier an kurz versuchen, Richtung A was zu machen. Da kann man ohne Step runter. Aber sie müssen halt auch mit kurz rechnen. Hat den gesehen? Starker Headshot von Forrest. Wow, das war kein Spray. Das war einfach nur reagiert, einfach nur funktioniert. Na, Fugly abgezielt und geholt. Am Spot steht noch niemand, aber die Smoke, die jetzt kommt, die kann man auch auf Seiten von Energy ausnutzen, um direkt mal Richtung Spot zu zielen. Und Tapsen steht oben drauf, sieht den Kopf von Michael Lele. Und den gibt es jetzt nicht mehr. Freiburg im 1 gegen 3. Warum nicht
so zurück ins Scoreboard kommen. Erstmal die Bombe aufgenommen, gelegt. Allerdings an der Position, wo er riskant rausgeht. Ein guter Hit gegen Peter. Nochmal der Re-Peak, aber kein weiterer Hit. Sie müssen jetzt gemeinsam arbeiten. Peter zielt ihn dann richtig ab. Runde Nummer 5 für Energy. Und das ist natürlich ein Start nach Maß. Und da kommt jetzt schon die Pause von NiP, die eines der wenigen Teams sind, die diese Pausen wirklich früh nutzen. Es gibt ja 4 insgesamt, 4 Timeouts, a 30 Sekunden. Und da kannst du auch ein sehr frühes Timeout nehmen. Genauso könnte Energy jetzt Folgendes machen. Wenn die Ninjas in Pyjamas in diese Runde jetzt gewinnen und NIP dann, dann sozusagen gerade dabei ist, einen Lauf aufzubauen, könnte Energy sofort ein Timeout ziehen. Einfach 30 Sekunden Ruhe und die kommen dir wirklich lange vor als Spieler. Und natürlich kannst du dich dann nochmal besprechen, was läuft richtig, was läuft falsch. Also, ich finde, das ist eine richtig schöne Sache mit diesen 4 Timeouts à 30 Sekunden. Denn wir haben bei der ESL One New York gesehen, was das für Früchte tragen kann. Was 30 Sekunden mehr bedeuten können. Denn da hatte das sehr, sehr viel Einfluss auf die Matches. So, und um dem Ganzen nochmal so ein bisschen den Rahmen zu geben, für alle, die jetzt erst dazu geschaltet haben. Energy hat schon 2 Matches verloren in Gruppe B. Insgesamt müsste es 5 Spiele geben. Und Peter zieht nochmal an, verschießt. Aber Legia macht den Kill. Man muss jetzt damit rechnen, dass da schon jemand durch ist. Ich glaube, das machen sie nicht. Peter wird überrannt. Legia kriegt keinen mehr. Und Getright ist dann an Gelb durch gewesen. Fugly steht noch am Spot. Jetzt verschiebt Gobby rüber über den Van. Aber da ist halt die komplette Kontrolle von den Ninjas in Pyjamas. Fugly, schwierige Aufgabe. Er macht einen Kill. 37 HP. Den Spieler oben gesehen. Hat den Sprung verkackt. Aber Fugly kriegt den Frag halt nicht. Und Gob, geht er dahin? Nein, er zieht sich zurück. Das wird die erste Runde für die Ninjas in Pyjamas. Und das war ziemlich glücklich für NIP, denn ich glaube, Peter und Legia haben nicht mitbekommen, dass schon 2 Spieler am Boost durch waren. Und da wäre eigentlich noch ein dritter gekommen, aber den hat Legia vorher geholt. Und ja, dann in dem Moment, wo Peter halt die Spieler, die Richtung kurz pushen, nicht holt, ist halt zu viel Druck von beiden Seiten bei Energy. Fugly hatte da eine sehr lustige Situation, dass der Spot eigentlich schon gefallen ist, NIP die Bombe aber nicht legen kann, weil er halt noch hinten im Delta steht. Also, ich würde es euch jetzt gerne auf dem Radar zeigen. Kann ich ja nicht machen, weil wir ja den Clean Feed haben. Das ist im Endeffekt den Spot komplett abgesmoked, vorne an den Eingängen, also an dieser Kiste und an dem Bombenpunkt, sodass man nicht Richtung Main schauen kann. Und dann halt aber nicht durchpushen, sondern sich erst um die Spieler an Kurz und am Van kümmern. Und das ist halt gut gemacht von NiP. Sie haben Fugly im Endeffekt komplett rausgenommen aus dem Spiel, ohne ihn zu killen. Und dann einfach den Rest des Teams platt gemacht. Das hätte bitter enden können. Ich verstehe nicht ganz, warum man den Schachtboost versucht, ohne vorher eine Smoke zu werfen. Denn dann passiert genau das. Es ist Getright geholt worden, der Molotow. Oh, da muss Gob aufpassen. Und ich glaube, er ist gehört worden. Deswegen die Flash. Und Getright rechtzeitig da. Da wäre es seinem Mate fast an den Kragen gegangen. Forest hinterher. Ja, und es war eine Eco von Energy. Und deswegen auch keine Smoke. Jetzt wieder die Waffen. Mal sehen, ob Energy aus den letzten Runden irgendwas lernen konnte. NiP erhöht den Druck. Sie wollten jetzt sofort in den Schachtgang. Und Peter ist da wieder gefangen. Hier erstmal eine Support-Nade. Ja, Peter verschießt. Eigentlich kein schwerer Schuss. Und jetzt fängt er wohl wieder an,
steht hier gut. Er hofft, dass da jemand durchläuft. In dem Moment, wo die Smoke halt weg ist, muss er wieder hinter der Deckung sein. Und Legia hier vorne macht den Kill, aber verliert viel HP. Nur noch 4. Molotov in Trackers. Nip wird auf den Spot gehen. Aber da steht halt immer noch Gob. Aber unter Druck trifft der auch nicht mehr so gut. Tapsen hat eine kleine Lücke, aber Gob macht den Kill. Bleibt jetzt Dev stehen. Den zweiten schießt er an. Er holt ihn auch noch. Stark gemacht. Und erholen sie noch Maikelele. Forest fällt die Runde wieder an Energy. Schön von Gob. Der anscheinend auch unter Druck gut funktioniert. Ich nehme alles zurück. Einen links, einen rechts und vor allem, wie er den rechts noch geholt hat, obwohl er schon angeschossen war. Bemerkt, dass er halt viele Hits gegeben hat, weiß genau, dass dann weiter gesprayt wird. Und dann bleibt er einfach stehen und zieht dann etwas später, off-timing würde ich das Ganze nennen, nochmal rum, überrascht ihn dann sauber. Löst man den Turm da hinten wieder auf. Es ist halt das Problem mit diesem Turm auf dem LKW hinten, dass du zwei Spieler an einer Position abstellst und der untere eigentlich ja nicht mehr machen kann, als abzielen, ob da jemand Main durchläuft. Und da man Forest ja schon in Main drin hat, kann der untere Spieler eigentlich gar nichts machen. Und das ist dann natürlich verschwendete Arbeitskraft. So, Fugly geht vor. Er ist gesehen worden. Ja, muss er sofort zurück, noch eine schöne Flash hinterher. Maikelele kurz der Panikmodus aktiviert. Und Nip. Ah, Crisscross Smoke. Wollen hier vorne den Bereich einnehmen, aber Energy will das halten. Haben sogar einen Schachtboost gemacht. Legia hat gesehen, dass Freiburg da zurück ist, schießt fast noch seinen Mate an. Und dann sofort zurück auf die Spots. Aber Tapsen ist gefallen. Fugly muss am Spot aufpassen. Legia ist mit dabei. Fugly macht den Kill. Er kriegt den zweiten und den dritten auch noch. Fugly hält den Spot sauber. Maikelele aus der Tür. Macht nochmal einen Kill gegen Gob. Aber jetzt wissen sie, wo er steht. Und das heißt, abwarten. 14 Sekunden. Im besten Fall holen sie ihn nach der Zeit. Denn dann bekommt er kein Geld. Und er hat nur 250. Aber Maikelele, ja, macht die Tür zu. Geht zurück. 3, 2, 1, nach der Zeit und sie holen ihn. Legia hat absichtlich gewartet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er schon früher hätte schießen können, aber die 2 Sekunden, die nimmt er sich dann noch. Seht euch das Geld von Maikelele an, $250. Und normalerweise haben die Ninjas in Pyjamas ein recht gutes Money Management, aber das wirft sie da jetzt so ein kleines bisschen raus, denn das ist für Maikelele natürlich echt bitter. Ja, und sowas gegen die Ninjas in Pyjamas zu spielen, da brauchst du schon ganz, ganz dicke Eier. Also, wir sehen die Eco von den Schweden. Bisher eine saustarke CT-Seite von Energy. Tapsen. Legia und Tapsen gerade so ein bisschen Position getauscht. Normalerweise Legia hier. Den hat er gesehen. Und Xis war kurz. Stand kurz in Flammen, aber die hat er wieder ausgetreten. Das Timing von Forrest. Oh mein Gott, das ist perfekt. Legia, Tapsen war das komplett überrascht worden. Xis wollte hinterher. Der A-Spot ist eingenommen. Fugly kann nur einen machen. Und das ist Kai, da ist nicht viel gekauft worden bei Nip. Und Forrest mit der AK, der versucht jetzt natürlich auf die One-Taps zu gehen. Aber das hat nicht funktioniert. Das heißt, die eine AK ist weg, Freiburg mit dem Backstep. Aber Glock Backstep, das wird schwer. Maikelele versucht so lang wie möglich da zu bleiben. Ja, und da hat Freiburg sich zu früh gezeigt. Maikelele fällt auch, der Diffuse, der passt. Auch die AWP nimmt Peter nochmal mit. 8 zu 2. Und ich bin mir ziemlich sicher,
Ah, sie können einmal legen. Freiburg kann eine AK für Michael Lehle legen. Ja, und ohne das viele Geld von Freiburg hätte Michael Lehle hier nur eine Tech-9 gehabt. Aber schauen wir mal, was die Runde bringt. Gutes Nate-Timing. Die macht ungefähr 70 Schaden, die HE, insgesamt bei beiden Spielern. Die legen ja diese Moves halt die ganze Zeit. Und auch da kann man so ein bisschen diesen Moment des Erschreckens sehen. Da ist schon einer raus! Und das natürlich jetzt dann wichtige Informationen für alle Spieler. Also Mitte offen, im Hinterkopf behalten, dass jetzt der Schachtgang eingenommen werden kann. Gob steht ja im Grunde genommen alleine auf dem Spot, denn Peter kann da weggesmoked werden. Aber den Job macht er erstmal selbst. Der Molotow an den Generator. Gob mit dem ersten Kill. Oh, der Molotow kommt zu spät. Er geht in die Smoke rein. Aber Forrest bekommt ihn. Peter schießt da fast auf seinen Mate. Leger will da durch. Forrest mit dem nächsten. Vielleicht ein bisschen zu sehr die Brechstange. Und der Headshot gegen Peter. Der hat jetzt die Überzahl hervorgerufen. Oh, und da fällt die Bombe nicht, aber Forrest fällt. Tapsen geht auf die AWP, will den Bang machen. Ah, das funktioniert nicht. Get Right kommt da nochmal weg. Wann kommt Fugly dazu? Starker Shot von Tapsen. X ist im 1 gegen 2. Und die Bombe, sie ist für ihn gelegt. Hinten im Eck. Er holt den ersten. Tapsen müsste hier sein 3K machen. Und Xist bleibt halt in der Ecke stehen. Tapsen geht davor. Immer wieder kleine Schüsse. Er will ihn rauslocken. Und Xist macht es dann noch. Starker Klatsch von Xist. 8 zu 3. Knappe Runde. Und ihr seht, dass die Runden vorher auch nicht unbedingt so eindeutig für Energy waren, denn die müssen jetzt wieder nach einer verlorenen Runde sofort sparen. Aber einmal sparen reicht. Ja, und ich glaube, wenn Legia nicht unbedingt versucht hätte, da durch die Smoke zu gehen, hätten sie die Runde besiegt. Der verrät sich. Ganz knapp an Tapsen vorbei. Und da hat Michael Lehle wirklich Glück. Das Timing von Tapsen hat gepasst. Ja, er bekommt dann den Frag gegen Fugly. Michael Lehle hat halt Glück, dass Freiburg mit zur Stelle war und das abgezielt hat. Und ja, in Zusammenarbeit mit Xist macht Michael Lehle auch noch den Kill gegen Legia. Kopf. Kann er nichts mehr machen, auch wenn Forrest ihm da noch einen schönen Headshot gibt. 8 zu 4. Jetzt wieder die Waffen bei Energy Esports. Energy hat hochgeführt. Es sind jetzt noch 3 Runden zu spielen. Und es geht für Energy jetzt darum, den Lauf von den Schweden zu beenden. So wie sie es auch vorher schon machen konnten. Mal sehen. Ich habe bei sowas immer das Gefühl, Gob hat einen Masterplan in der Hinterhand. Und der Masterplan scheint hier der Gegenboost zu sein, auf den noch niemand ein Auge hat. Also Xist wird da zurückziehen. Jetzt kommt halt schon der B-Push. Gob mit dem Kill, muss mit dem Molotow aufpassen. Der hat sich nochmal ausgebreitet. Xist wartet in der Mitte. Normalerweise der Job von Getright. Aber er kann ihn hier auch wunderbar ausfüllen. Und Fugly und Peter, die ziehen sich zurück. Nicht nah genug dran, um noch einen schnellen Pick zu bekommen. Und da hätten sich die Ninjas in Pyjamas in der Zeit, wo sie noch am Verschieben sind, halt zu gut aufstellen können. Die Waffen werden nächste Runde wichtiger sein. Das wird dann die dritte Runde in Folge für NiP. Und jetzt kommt nochmal die Pause von Energy. So, und da würde ich gern mal sehen, wie Gob mit dem Team spricht. Der ist ja jemand, der auch immer sehr viel gestikuliert. Der ein Team in so einem Spiel natürlich auch mitreißen kann. Und der mit sehr viel Emotion bei der Sache ist.
So, und... Ah, immer noch Pause. Das Problem ist halt jetzt das Geld für Energy. Denn eigentlich müssten sie sparen. Zwei Runden zu spielen. Also, wir wissen, was Nip in so einer Situation macht. Kaufen. Ja, in so einer Situation kaufen die dazu. Versuchen die letzten zwei Runden dann einfach noch zu holen. Mit allem, was geht. Und mal sehen. Ich kenne, also wenn ich Gob von seinen früheren Sachen einschätze, dann ist er eher jemand, der sagt, lieber eine Eco machen und versuchen, die letzte Runde noch zu holen. Also er geht eher auf das 9-6 als auf das 10-5, weil das 10-5 einfach mehr Risiko bedeutet. Die Frage ist halt, du hast jetzt eine AWP und eine M4 und die könntest du in der Runde natürlich sehr gut in Szene setzen. Dazu brauchst du aber... Dazu brauchst du halt aber Mates, die gut vorarbeiten können. Und das geht halt am besten mit, ja, sag mal, 5-7, P250, vielleicht eine Deagle noch dabei. Das kommt halt alles... das kommt dann halt jetzt alles zusammen. Du hast eigentlich kein Geld für die Pistolen, würdest sie aber trotzdem gerne kaufen. Deswegen... halt dieses Timeout für die letzten beiden Runden. Und Gob hat ein bisschen mehr investiert, aber das ist kein kompletter Force-Buy. Ich würde jetzt gerne nochmal das Geld sehen von Energy. Es wird auf jeden Fall auf Hugly und Peter ankommen. Ja, oder Gob halt macht halt den Track, schnappt sich die AK und kommt einfach zurück. 98 HP! Ja, easy. Wow. Also... da rechnest du jetzt mit einer kleinen Materialschlacht und Gob schnappt sich nochmal eine AK und ist damit jetzt halt... Der B-Spot ist jetzt gut zu halten mit der AWP und der AK. Und dadurch, dass Gob halt auch noch das Kevlar dazu gekauft hat, ist er halt sehr gefährlich. So, Peter zielt an, aber er will die Position wohl wechseln. Geht sogar noch weiter vor. Freiburg sieht ihn. Der Freiburg ist halt weiter weg von der Kante. Und deswegen hat er dann besseren Blick und sieht ihn früher. Aber Peter hat keine HP verloren. Fugly ist auch hochgepusht und genau das ist eine Position, wo du die M4 halt gut einsetzen kannst, wenn der Sportspieler lange ablenken kann. Auch keine Mittekontrolle bei Energy. Es wird der Argo komplett über Main. Fugly wartet ab und Tapsen versucht so viel wie möglich Lärm zu machen, damit sie Fugly nicht anschauen. Und Fugly, er wartet, geht dann doch auf den ersten, holt den zweiten, den dritten nicht, aber er schießt ihn nochmal low. Und da ist jetzt auch eine Möglichkeit für Tapsen mit seiner P250. Er kriegt den Frag. Es ist nur noch Forrest. Mit der AWP, 14 Sekunden, die Bombe liegt am gelben. Tapsen holt auch ihn. 9-5, ganz, ganz starke Runde von Energy. Angefangen mit einem glücklichen Move für Gob, dass Getright ihm da so vors Gesicht springt. Und dann... die Position auf den Kisten am A-Spot perfekt ausgespielt. Einfach nur stark. Einfach nur stark gemacht. Und Fugly macht wirklich ein Top-Match. Sichere Shots, wirklich sicher geschossen. Ich kann es nicht anders ausdrücken. So, auch da in der Mitte. Wieder ein paar Hits, Tapsen. Steht da sicher, geht auf den zweiten. Feuer ist für ihn ein Fremdwort. Und Get Right... der zerpflückt ihn dann noch. Aber er hat seinen Schaden gemacht. Ninjas in Pyjamas sind nur noch zu dritt. Auch Getright hat nur noch 50 HP. Und Gob ist da schon an B durchgeschlichen. Legia schnappt sich Michael Lele. Und er holt auch noch Freiburg. 10-5 zur Halbzeit für Energy. Und ich kann es echt nicht anders sagen. Das war ein perfekter Gameplan von Energy Esports. Den Tag, wie sie heute spielen, den hätten sie wahrscheinlich lieber gestern gehabt, wo sie halt zwei Spiele hatten. Und es kommt jetzt natürlich noch drauf an, wie die zweite Halbzeit läuft. Und die kommt gleich nach einer kurzen Werbung. We'll be right back.
So, damit willkommen zurück zu Halbzeit Nummer 2 zwischen Energy Esports und den Ninjas in Pyjamas. Jetzt haben die schon die Pistol gespielt? Und Energy hat die Pistol geholt. Ah! Warum? Aber egal, Energy mit der Pistol. Wow. Beide Pistols geholt und ihr wisst, was das bedeutet. Wer beide Pistols holt, holt meistens auch das Match. Also, schauen wir mal. Wir sehen keinen Force-Buy bei den Ninjas in Pyjamas. Wahrscheinlich haben die zu spät die Pause reingemacht eben. Das tut mir natürlich leid. Aber da kann ich jetzt leider nichts machen. So, und Leute, das kommt nicht von mir. Das Bild bekomme ich von der ISL. Wenn ich hier NA-Stream lese, da steigt der Hass-Level in mir over 9000. Und ja, Energy macht es eigentlich richtig. Erstmal Mitte-Kontrolle an B ein abgestellt, der abzielt. Das ist Peter mit der MAC-10. Im Schacht natürlich einen Step gemacht. Freiburg hinten in der Dusche. Ist gesehen worden. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass Nip an der Dusche da den Vorteil hat. Aber der Molotow, der war Freiburgs Todesurteil. Getright schnappt sich eine AK. Wechselt nochmal die Position und Forrest bekommt dafür einen Kill. Und da zieht man sich bei Energy nochmal zurück. Peter ganz, ganz schnell unterwegs Richtung A. Fugly hinterher. Und ich weiß nicht, ob Legia wirklich über die Mitte noch gehen sollte. Getright wird am A-Spot mit der AK stehen. Ja, kurz Flash. Viel Equipment ist das nicht. Sie wissen jetzt, dass da die AK am Spot steht. Getright macht den Kill. Er kommt nochmal in die Deckung. Er holt so viel Zeit raus. Seine Mates sind da. Und er kriegt auch noch den zweiten. Nur noch Legia. 5 AP. Und auf Wiedersehen. Der ist weg. Da hat er nochmal einen gesehen. Die Runde ist durch. Legia darf jetzt nicht sterben. Sonst hätte er sein Equipment nicht gehabt. Er Geld hatte so oder so nicht dazu bekommen. 11 zu 6. So, und wir sehen den Force Buy von Energy. Das hat zwei Gründe. Denn sie hatten ja so oder so wenig Geld. Dann kannst du einmal den Force-Buy spielen. Und auf der anderen Seite hatte Legia kein Geld dazu bekommen. Er hatte nur 200. Und dann ist man jetzt mit dem Force-Buy auch wieder auf gleichem Geldlevel. Nimmt hier mit den Waffen Mitte offensiv ein. Den ersten Frag, den bekommt aber Tapsen, weil er mal kurz den Blick in die Mitte über den Boost gewagt hat. Er hat nur noch 47 HP. Freiburg wird ihn wahrscheinlich leicht fraggen können. Legia kommt den Kill nicht. Freiburg wird zumindest gerefragt. Der hat vorher Tapsen bekommen. Und Gob ist im Schacht. Er sucht das Duell. Gewinnt es zwar nicht, aber er hat Peter ein bisschen Zeit verschafft. Die Bombe ist auf B gelegt worden. Ah, dann hätte ich gerne gesehen, dass Peter unten in der City Base bleibt. Forrest dürfte die Steps gehört haben. Ist da jetzt schon weit raus. Eine Position. Ah, da macht er nicht den Kill. Peter bekommt eine Waffe.
Aber die, oh Gott, sehr gut mit dem Frag gegen Xyz, der Refrag, Michael Lila alleine und Peter holt ihn mit 6 HP. 12 zu 6 Energy, die holen sich das einfach wieder zurück. Und wenn das jetzt die ganze Zeit hin und her geht, dann haben die Ninjas in Pyjamas verloren, denn die liegen aktuell mit 6 Runden hinter Energy. So, und da ist gerade nochmal eine Pause drin. Ich weiß nicht, könnte sogar wieder ein Timeout von NiP sein. 2 haben sie ja noch. GG. So, ganz schnell der Wechsel auf den GoTV. Ja, und Ton gibt es natürlich auch noch. Es ist nicht viel passiert. Wir sehen die Echo bei den Ninjas in Pyjamas. Das macht der leider öfter. Da pushen sie. Peter, da gab es eine M4. Gob zumindest mit dem Refrag. Assist ist low HP. Der fällt auch. Und Michael Lele. Starker Headshot gegen Gob. Ja, aber gegen Tapsen ist dann Schluss. Sie machen in der Eco viel Schaden, aber jetzt fehlen Energy Esports nur noch 3 Runden. Und ich würde sagen, wir bleiben jetzt auf dem GoTV bis zum Ende. Den Ton im Hintergrund noch aus. Sound und Qualität für euch dann ein bisschen besser. Allerdings ja, fehlen dann ein paar Eindrücke von vor Ort. Ist jetzt hier in der Gruppenphase noch nicht so dramatisch. Ah, X-Ray, ja, das stellt sich automatisch aus. Ist jetzt wieder an und wir sehen die nächste Waffenrunde von den Ninjas in Pyjamas. Allerdings ist das nur begrenztes Geld. 2x UMP, Peter, ja, er rechnet mit dem Spieler unter ihm. Aber Freiburg mit dem Kill aus dem Schacht. Peter hat da Glück, dass er nicht getroffen wird. Und diesen Kampf, den gibt Energy auf. Und das ist wahrscheinlich auch richtig so. Und da geht Getright einfach rein und schnappt sich Legia. Nimmt noch eine AK mit raus. Besser kann es nicht laufen für den Schweden. Ne, will die Mitte Tatsache halten. Und da sieht Gob jetzt den Angriffspunkt. Er will davor. Getright steht oben auf dem Dach. Zielt da unten rein. Gob sieht ihn, aber Getright ist schneller. Sein zweiter Kill schon. 2 gegen 5. Und wenn hier jetzt niemand von Energy ausrastet, entweder Fugly oder Peter, dann wird das die Runde für die Ninjas in Pyjamas. Sie sammeln sich jetzt an B. Die Waffenswitches hören nur wir. Da ist ein gutes Kreuzfeuer. Und sie smoken unten ab. Molotov in Checkers erster Kill. Aber Forrest macht dann 2 mit der UMP. Peter war da nicht mehr schnell genug im Scope drin. 13 zu 7. Energy Esports hat kein Geld. Müssen jetzt sparen. Das Gute ist, hier können wir uns jetzt das Scoreboard selbst anzeigen. Mann, ihr seht die Runden. Aber die waren halt nicht sehr eindeutig. Deswegen halt nach einer verlorenen Runde kein Geld mehr da. So, aber warum nicht eine Eco gewinnen? Hatten wir ja noch nicht. Ich glaube, NiP rechnet mit dem Argo. Deswegen auch dieser frühe Molotov, der kommt von der Smoke, die an kurz war. Noch eine Smoke hinterher. Ah, da nehmen sie sich eigentlich selbst die Sicht. Da unten rennt Gob durch. Schön gemacht, da holt er viel Zeit raus. Vielleicht sogar den Kill gegen Michael Lele, aber nein. Die Glock ist halt keine starke Waffe gegen Spieler mit Kevlar. Den Bombenplant bekommen sie, aber den Go, den werden sie nie im Leben aufhalten können. Ja, und holen keinen einzigen Spieler. Aber mit dem Bombenplant. Da wird man nächste Runde gut kaufen können. So, und was wir auch sehen können aus dem Scoreboard ist, dass Freiburg und Michael Lele noch nicht komplett on point sind. Wir haben jetzt 21 Runden gespielt. Beide haben noch keine 10 Kills geschafft. Indessen haben wir bei Energy Fugly, finde ich, hat sehr viele wichtige Frags gemacht. Jetzt von der Menge her nicht so viel, aber es sieht von den Stats her etwas besser aus bei Energy Esports. So, und Energy möchte hier auch sofort den B-Go spielen.
Da stehen bis jetzt nur Freiburg und Forrest. Molotov und Smoke kommt. Forrest will da noch einen Molotov werfen. Oh, da ist schon einer durch. Ich weiß nicht, ob Freiburg das ansagen konnte. Forrest ist noch nicht down, aber sie haben Freiburg bekommen. Gatewright ist ebenfalls gefallen. Und Forrest fällt, ohne einen Kill machen zu können. Legia war schon in der City Base. Dem war der Spot völlig egal. Der ist durchgelaufen in die City Base rein. Ganz, ganz starker Go. Und er hat mich ein bisschen an den B-Go auf Cobblestone von den Ninjas in Pyjamas erinnert. Wo man die Smokes von ganz weit hinten wirft, von der Mitte aus wirft. Und Gatewright steht vorne und läuft eigentlich komplett über den Spot. Manchmal auch an Gegnern vorbei und kann dann mehrere Kills machen, weil er halt hinter den Gegnern steht. Und genau so war dieser Go. Und ich glaube, sie haben sogar irgendwie mittig eine Smoke reingeworfen. Einfach um Legia so weit wie möglich unsichtbar zu machen. 14 zu 8. Das ist jetzt auch ein Money Reset für NiP, aber die beiden Runden hier haben sie fast flawless durchbekommen. Also Runde 21 ohne einen Spieler zu verlieren. Und in Runde 20 hat nur ein Spieler eine Waffe verloren. Aber ihr seht das Geld. Ihr seht es. Es ist wenig. Und das liegt vor allem daran, dass man noch eine zweite ABP dazu gekauft hat. Tapsen die KI etwas verworfen. Jetzt soll der Gegenpush kommen. Gob ist da schon raus. Und das Timing von Gob ist so gut. Er ist halt schon komplett auf dem Spot. Er kann Maikelele von der Seite holen. Wartet jetzt noch ab. Da kommen jetzt zwei Smokes. Flash hinterher und da kommt der Go auf den Spot. Ah, der Molotov, auf den hat man noch gewartet. Wahnsinn. Da läuft gerade alles für Energy. Aber Gatewright war hochgeboostet. Wird von hinten kommen. Ich glaube, er ist sich noch nicht sicher. Hofft darauf, dass seine Mates vielleicht noch einen Kill machen können. Tapsen geht langsam vor und wird von Freiburg geholt. Es wird hier ziemlich schwer. Legia fällt. Gob der Einzige, der im Spot noch Kontrolle hat. Und dann geht PTR da rein. Gob 1 gegen 5. Und sie können den Retake nicht aufhalten. Und das ist halt der A-Spot auf Cash. Die Retakes sind verdammt einfach. Andersrum gesprochen, den Spot zu halten, den Afterplant auszuspielen, ist verdammt schwer. Und im 5 gegen 5 noch eine Ecke schwieriger. Vor allem hatte NiP noch sehr viele Granaten. Ich hätte das an Gobs Stelle anders ausgespielt. Er hat es halt auf Nummer sicher gemacht, so wie man es von ihm kennt. Also wäre wahrscheinlich besser gewesen, er schnappt sich erst Maikelele, smoked dann kurz ab und dann halt einfach die Mates auf den Spot holen, die Bombe legen. Ah, aber es gibt beide Varianten. Beide Varianten können funktionieren. Und beide Varianten können genauso gut gehen. Ah, Fugly kommt da nicht mehr weg. Da lag, glaube ich, noch keine Smoke. Ah, Forrest hat auch anders angezielt. An der Tür ist Legia. Hat jetzt einen Hit abbekommen. Gatewright ist in der Mitte drin. Und damit wird Tapsen nicht rechnen. Ja, und Gatewright, das sind halt Shots, die macht er sicher. Und wieder soll es der Argo werden. Legia, schöner Headshot gegen Xist. Jetzt muss die Kurzsmoke kommen. Den Go darf man jetzt nicht zu lange verzögern. Legia ist aus der Tür rausgekommen. Der Molotov liegt nicht perfekt. Und Peter hat hier eine Lücke am Gelb. Die Bombe wird gelegt. Er verschießt den Schuss nach hinten, bekommt selbst einen Anschuss. Man holt Gatewright, der gerade auf den Spot kommen wollte. Oh, da fällt der Peter. Der muss jetzt noch mehr machen. Fällt dann gegen Forrest. Legia, 1 gegen 3. Zwei Spieler sind angeschossen. Er geht darum. Holt den zweiten nicht. Schade, schade. Auch hier funktioniert der Retake von den Ninjas in Pyjamas wieder. Und ich glaube, so langsam beginnt das Herzklopfen. Die Anspannung bei Energy. Sie haben noch 4 Runden Vorsprung. Und sie kommen eigentlich auch immer an die Spots ran. Aber die Ninjas in Pyjamas spielen ihre Retakes halt sehr gut runter. Und das war wirklich ein schöner Versuch
von Legia, um das zu klatschen. Und am Ende, für mich hat gefühlt nur dieser eine Headshot gegen den Kurzspieler gefehlt. Und im 1 gegen 1, da ist einfach alles möglich. So, jetzt erstmal wieder eine Eco. Get right. Steht im Schacht. Ist da über die Mitte reingegangen. Vielleicht hat man das gehört. Aber ich glaube, man war ziemlich konzentriert auf die Smokes. Freiburg auch hinten. Das ist jetzt halt ein sehr starkes Kreuzfeuer. Ist eigentlich egal, wer da zuerst schießt. Freiburg geht sogar wieder raus. Getright mit dem ersten Kill gegen Fugly. Die Bombe geht einfach auf A. Getright und Freiburg mit dem nächsten Kill. Den Plant können sie nicht verhindern. Tapsen. Kurz hängen geblieben. Aber er kommt nochmal hier in die Deckung rein. Getright. Ja, wahrscheinlich wird Getright ihn machen. Ja, und da will er gerade eine Smoke werfen. Die Position von Peter ist bekannt. Aber er wird nichts mehr daran ändern können, dass der Defuse hier durchgeht. 14 zu 11. Aber auch der Fake hat, ja, gut funktioniert. Und da kommt das Timeout. Und das kommt, ich bin mir ziemlich sicher, das kommt von Energy. Ah, ich bin jetzt im Clean Feed eine Runde hinten dran. Das heißt, ich kann euch auch leider nichts von vor Ort zeigen. Was kann Energy jetzt machen? Sie haben die letzten Runden die Spots eigentlich immer sehr direkt angespielt, was funktioniert hat. Vielleicht können sie jetzt, bevor sie so ein Go spielen, ein oder zwei Spieler noch an eine andere Position vorschicken, zum Beispiel Mitte-Kontrolle bekommen. Das ist allerdings schwierig, denn Getright spielt die Mitte sehr gut offensiv und das macht er auch alleine sehr gut. Und er hat einen schlechten Start gehabt, Getright. Vor allem in der ersten Halbzeit, aber jetzt hier auf der CT-Seite wacht er wieder richtig auf und macht halt auch die Frags, die man von ihm gewohnt ist. Ja, und das, was Energy hier versucht, wirkt ziemlich brechstangenmäßig. Da geht jetzt mit. Man hat da lange abgewartet, aber an B hat man sich halt nicht gezeigt. In der Mitte nicht. Da steht Maikelele jetzt schon dabei. Getright wird hier sogar eine Flash runterwerfen. Mit Rechtsklick. Oh, Xist mit dem Kill. Sie haben Getright noch nicht bemerkt. Der wartet auf seinen ersten Frag. Der kommt. Hat auch mitbekommen, dass jemand am Spot ist. Sie müssen immer noch an Getright vorbei. Vom Spot macht Fugly dann den Kill. Er möchte noch mehr machen, aber Xist bleibt einfach am Gabelstapler stehen und bekommt noch einen weiteren. Die Bombe ist da weit nach vorne geflogen. Forrest, immer noch eine Doppel-AWP im Spiel. Bei den Ninjas in Pyjamas. Oh, da wird man eigentlich nicht an die Bombe rankommen. Wie unglücklich die Bombe da gefallen ist. Das gibt's ja gar nicht. Aber sie kommen echt ran, weil Forrest einfach nicht abzielt. Peter schnappt sich wieder die AWP. Ich glaube, wenn er rumgeht, dann muss er da anziehen. Da kommt extra die Flash dafür. Er gibt sie weg, aber versucht den Anschuss. Und mit einem Bombenplant will Fugly das hier nicht holen. Das muss er über die Kills machen, das schafft er nicht. 14 zu 12. Nur noch zwei Runden und wieder muss Energy sparen. Da wird auch gespart. Ja, der Loser-Bonus, gerade mal schauen. Ja, der ist nach der Runde komplett da. Jetzt mal Mitte-Kontrolle. Getright steht diesmal defensiv an der Whitebox. War eigentlich ziemlich riskant von Tapsen, nicht unter das Rohr zu schauen. Ich kann verstehen, dass er den Schuss da versucht. Aber mit diesen Sidesteps ist das ganz schwer. Und jetzt kann Freiburg von hinten halt zwei machen.
wunderschön gesprayt. Makelele verschießt zwar im Nachsetzen dann aber mit dem Kill auch den zweiten noch. 3 HP. Und Buckley. Oh, der Smoke Shot. Ah, der Smoke Shot wäre es halt gewesen, weil Makelele low ist. Aber Makelele hat gemerkt, dass er auf den Smoke Shot geht und das war seine Gelegenheit, um rumzuziehen. Anschlussrunde für die Ninjas in Pyjamas. Energy kann wieder kaufen. Kann auch gut kaufen. Und das sind jetzt die Runden, in denen das zählt. Sie bauen nochmal um. Könnte sein, dass man jetzt auf etwas improvisiertere Taktiken zurückgreifen muss. Ah, eine gute HE gegen Getright. Macht schon mal 16 Schaden. Aber mit dem Boost-Molotow müssen sie halt immer aufpassen. Ja, wirft jetzt den Schacht-Molly. Das, was Energy vorhat, ist die Mitte-Kontrolle. Und es werden wahrscheinlich Gob und Tapsen sein, die da rausgehen. Getright steht da vorne. Ohne eine Flash dürfen sie nicht rausgehen. Und ich weiß nicht, ob Getright das gesehen hat. Die Crisscross-Smoke kommt. Getright weiß, was ihn erwartet. Deswegen die Gegenflash. Das Timing ist entscheidend. Na, zu früh. Nochmal eine hinterher. Will die Smoke werfen. Die Position ist immer noch unbekannt. Er kriegt einen. Den zweiten in der Smoke hat er nicht gesehen. Vielleicht gehört und Getright kommt weg. Aber Tapsen. Das ist genau die Position. Jetzt hat er sich verraten. Macht den ersten. Holt nichts. Xist. Der reagiert halt wieder bärenstark. Makelele kann vom Auto aus den nächsten Kill machen. Die Bombe liegt offen für ihn. Und Legia, der ist gesehen worden. Xist schnappt sich auch ihn. Ein ganz einfacher Kill. Und Peter, 1 gegen 4. Warum nicht jetzt? Aber er schafft auch den ersten Frag nicht. 14 zu 14. Xist stand da auf Engel. Starke Runde. Ich glaube, ein 3 oder 4K, das er da gemacht hat. Und da kommt nochmal eine Pause von Energy. Und ich habe nicht mitgezählt, aber das könnte die letzte Pause von Energy sein. Also letzte Timeout. So, und so, ich glaube, ich soll wieder auf den Cleanfeed gehen, da wir halt sehr weit vorne sind. Und dann machen wir das auch. Es tut mir jetzt ein bisschen leid. Aber so ist es halt. So, Ton wieder an. Wir erleben jetzt natürlich nochmal die Runde zum 14 zu 14. Auch Sound, die Bildqualität, alles wieder ein bisschen schwammig. Aber wenn wir halt ohne Delay von unserer Seite aus streamen, müssen wir halt den Cleanfeed nutzen. Ja, und ihr wisst alle, was gleich passiert. Peter geht weit rum und die Off-Angle-Position von Xist. Also. Nochmal die Pause. Vielleicht jetzt nochmal ein paar Bilder, damit wir hier den Vorteil vom Cleanfeed sehen. Energy hat es tatsächlich versucht, halt mit dieser Mitte-Kontrolle zwei Spieler in Position zu bringen. Sie haben halt einen Spieler früh verloren. Tapsen hatte die Gelegenheit für zwei Kills und hat leider nur einen gemacht. Und überlegt euch mal, Xist wäre gefallen. Ah, die Ninjas in Pyjamas. Konzentriert. Ein Team, das nur so vor Erfahrung strotzt. Und bei Energy ist das halt nicht unbedingt der Fall. Gob hat natürlich zu seinen glorreichen 1-6-Zeiten viele solcher Spiele erlebt. Viele solcher Spiele auch gewonnen, genauso gut verloren. Und dann schauen wir mal. Die entscheidenden Runden. Und sie spielen Pistol Kevlar wohl eher den Force bei. Wobei Gob
glaube, in einem frühen Interview gesagt hat, er wundert sich, warum so viele Teams den Force-Buy machen in so einer Situation und nicht auf die, auf das 15-15 gehen. Aber vom Spielverlauf her der Vorteil eindeutig bei den Schweden. Jetzt kommt der Argo. In der Mitte macht man den Frag gegen Fugly. Gute HE, Maikelele durch die Smoke mit einem Frag und Exist. Oh, der kriegt auch noch einen zweiten. Und er weiß genau, dass Legia hier irgendwo ist. Der kommt da irgendwie durch. Nochmal die nächste Flash rein, aber dann sieht ihn Getright. 14-15. Der Matchball für die Ninjas in Pyjamas. Das Geld bei Energy Esports. Es ist wieder da. Ja, okay. Vielen Dank, Leute. Dass es kein Force-Buy war. Sehen wir jetzt. Und jetzt habe ich es auch gerafft. Der Twitch-Chat hat immer recht. Und mal sehen. So, wow. Was ein Headshot von Forrest. Ah, und ich habe immer das Gefühl, wenn Peter so anzielt, dann verliert er jedes Duell. Da kann jemand mit einer Glock stehen. Get right, offensiv einen Kill bekommen. Oh, der kriegt auch noch einen zweiten, dritten. Was ein Spraydown. One on five für Fugly. Und das ist anscheinend der letzte Sargnagel für Energy. Denn Fugly, er versucht es hier natürlich noch. Und er kriegt keinen weiteren Frag. 16-14 gewinnen die Ninjas in Pyjamas.